Alexander Bommes war ein deutscher Architekt, geboren am 22. Juli 1965 in München, Westdeutschland. Bekannt ist er vor allem für seine Arbeit am ikonischen Vitra Campus in Weil am Rhein, Deutschland, den er in Zusammenarbeit mit der Architektin Tilla Theus entwarf. Bommes wuchs in einer Architektenfamilie auf und kam schon in jungen Jahren mit dem Beruf in Berührung. Er begann seine Ausbildung an der Technischen Universität München, wo er sein Architekturdiplom erhielt. Nach Abschluss seines Studiums arbeitete Bommes als Assistent des renommierten Architekten Hans Hollein, bevor er in den 1990er Jahren sein eigenes Büro gründete. Einer der bedeutendsten Höhepunkte von Bommes Karriere war seine Arbeit am Vitra Campus, die in den 1990er Jahren begann. Das Projekt umfasste den Entwurf einer Reihe von Gebäuden für das Unternehmen Vitra, darunter das Fabrikgebäude, das Verwaltungsgebäude und den Ausstellungsraum. Der Campus wurde entworfen, um die Möbel- und Designphilosophie des Unternehmens zu präsentieren, und ist zu einem beliebten Touristenziel geworden. Neben seiner Arbeit am Vitra Campus hat Bommes auch mehrere andere bemerkenswerte Gebäude und Bauwerke entworfen, darunter das Museum für Gestaltung in Zürich, Schweiz, und die Foundation Beiler in Rien, Schweiz. Trotz seiner vielen beruflichen Erfolge war Bommes Privatleben von Tragödien geprägt. 2006 starb seine Frau Anna-Lena Seiler plötzlich im Alter von 37 Jahren. Der Verlust war für Bommes verheerend und er hat öffentlich über die Auswirkungen gesprochen, die er auf sein Leben hatte. Was seine romantischen Beziehungen angeht, war Bommes relativ zurückhaltend, was sein Privatleben angeht. Es ist jedoch bekannt, dass er zweimal verheiratet war und zwei Kinder hat. Seine zweite Ehe endete nach mehreren Jahren mit einer Scheidung. Trotz seiner vielen Errungenschaften war Bommes im Laufe seiner Karriere auch mit Herausforderungen und Rückschlägen konfrontiert. Einer der bedeutendsten war die Absage eines Großprojekts Anfang der 2000er Jahre aufgrund finanzieller Schwierigkeiten. Das Projekt war ein großer Museumskomplex, der in Shanghai, China, gebaut werden sollte. Obwohl das Projekt einige Jahre später wiederbelebt wurde, war es für Bommes und sein Team ein erheblicher Rückschlag. Abschließend lässt sich sagen, dass Alexander Bommes ein renommierter deutscher Architekt ist, der durch seine Arbeit an ikonischen Projekten wie dem Vitra Campus bedeutende Beiträge zu diesem Bereich geleistet hat. Trotz seiner vielen beruflichen Erfolge war Bommes Privatleben von Tragödien und Verlusten geprägt. Er musste im Laufe seiner Karriere Herausforderungen und Rückschläge bewältigen, hat jedoch weiterhin innovative und von der Kritik gefeierte Arbeiten geschaffen. Despite his many accomplishments, Bommes' personal life was marked by challenges and setbacks. In addition to the loss of his wife, he also struggled with difficulties in his relationship with his children. His eldest son, who was born when Bommes was in his early 20s, struggled with addiction and other personal issues. In a 2019 interview with German magazine Architektur Aktuell, Bommes spoke about the challenges he faced in his personal life, including the loss of his wife and the struggles of his children. He said, "I have always tried to maintain a balance between my professional and personal life, but that is not always possible. There are times when I have to make difficult decisions, and that can be overwhelming." Despite these challenges, Bommes has continued to work on his architectural projects and has received numerous awards and honors for his work. He is widely considered one of the most important and influential architects of his generation. In addition to his work at the Vitra Campus,
Bommes has also designed several other notable buildings and structures, including the Museum für Gestaltung in Zürich, Switzerland, and the Foundation Bayler in Rien, Switzerland. He has also worked on several high-profile projects in Asia, including the Shanghai Museum in China and the National Museum of Korea in Seoul. Throughout his career, Bommes has been known for his innovative and avant-garde approach to architecture. He is known for pushing the boundaries of what is possible in design and creating buildings that are both functional and aesthetically pleasing. Despite his many achievements, Bommes has also faced criticism and controversy throughout his career. Some critics have accused him of focusing too much on form over function, favoring aesthetics over practicality. Others have questioned the sustainability and environmental impact of some of his designs. In summary, Alexander Bommes is a highly acclaimed German architect who has made significant contributions to the field through his innovative and avant-garde approach to design. Although Bommes has faced challenges and setbacks throughout his career, including the loss of his wife and problems with his children, he has continued to create critically acclaimed works that have received widespread Unterricht der Grundschule vor allem fokussiert. Das heißt also, man lernt, ich weiß die Anzahl nicht mehr, aber es sind über 100, wenn nicht mehrere 100 Fachbegriffe in der Grundschule, mathematische Fachbegriffe, vom Zylinder bis zur Subtraktion, bis zur Multiplikation, alles wird auf dieser Wortebene, man belegt quasi irgendeinen Prozess oder auch eine Erkenntnis mit einem Wort. Und hier plädiert sie also, dass man doch wirklich mehr den Satz noch mit hinzunehmen soll. Auch das ist sicherlich schon ganz weit in die Schulen eingeflossen. Auch ihre Idee, von der kommunikativen zur kognitiven Funktion zu kommen, dass es natürlich Sprache auch ein Denkinstrument ist. Da würden jetzt meine Kollegen und Kolleginnen aus der, die mehr die Interaktion und auch das in der Interaktion mathematische Erkenntnisse stehen, würden da sicherlich die erste Hälfte da mehr fokussieren. Denke ich, wird auch immer aus welcher Wissenschaftsdisziplinrichtung die einzelnen Mathematikdidaktiker und Didaktikerinnen kommen. Und natürlich ist die Frage, das ist vielleicht für die Grundschule nicht so bedeutsam, aber die formal bezogene Fachsprache soll mehr durch eine bedeutungsbezogene Bildungssprache, also dass man eher weiß, wie man darüber reden kann, und nicht so sehr, dass man das formal vielleicht auch nur aufschreiben kann. Ich denke immer an die Frage bei den Studierenden, was denn dieses komische große Und-Zeichen ist oder die große Multiplikationszeichen. Das ist immer was ganz, wie was, da wird verkürzt, dass ich einzelne Summanden aufschreibe, da schreibe ich ein großes Summenzeichen und dann sage ich nur noch, wie die einzelnen Summanden gebildet werden, aber ich schreibe die gar nicht mehr richtig hin. Und das soll ich jetzt lesen. Also das ist so eine formal bezogene Fachsprache, die eine hohe, also Reduktion ist auch mal manchmal wichtig, aber auch natürlich auch eine gewisse Unverständlichkeit dann für jemanden, der da nicht in dem Metier drin ist. In diesem Zusammenhang, und da haben wir uns sehr ausführlich damit beschäftigt, wir haben Erklärvideos, also das ist also ein sehr, sehr lang schon arbeiten wir mit Erklärvideos in der Lehrer- und Lehrerinnenausbildung. Und Frau Billion und ich haben uns mal damit